Topfgucker TV empfiehlt. Grundsätzlich unterscheidet man den Kartoffelsalat in mit Mayonnaise oder ohne Mayonnaise. In Norddeutschland wird vorrangig der Kartoffelsalat mit Mayonnaise hergestellt und in Süddeutschland vorrangig ohne Mayonnaise. Eine leichte Alternative zur Mayonnaise wäre die Herstellung mit Joghurt. Es gibt keine einheitlichen regionalen Zubereitungsarten. Es ist vielmehr abhängig von den jeweiligen Vorlieben oder Familientraditionen. Es gibt nur eines zu beachten: festkochende Kartoffeln verwenden, damit der Salat nicht zerfällt. Sehr gut passen auch Radieschen dazu. Die geben auch eine schöne Farbe. Fehlen darf nicht die Gewürzgurke. Besonders wichtig sind die Kräuter. Auch da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Für mein Rezept verwende ich Schnittlauch, Petersilie und Kerbel. Durch das Drehen der Kräuter kriegt man es schneller fein gehackt. Die Zwiebel für den Kartoffelsalat besonders fein schneiden. So, und zu guter Letzt nehmen wir unsere selbstgemachte Mayonnaise. Das Ganze nur noch gut verrühren. Der Kartoffelsalat ist fertig und sollte jetzt für wenigstens 3 Stunden in den Kühlschrank, damit er schön durchziehen kann. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, das vielleicht sogar schon am Vortag zu machen. Je länger er zieht, umso leckerer schmeckt er. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.